Einer der widerlichsten Walkenhetzer, die auf Twitch unterwegs sind, hat wieder auf mich reagiert. Unser guter Freund Dara. Also wir hatten ja schon unsere Bekanntschaft mit ihm gemacht, als er mich als Verschwörungstheoretiker diffamiert hat, danach versucht hat, mich als rechts darzustellen, also wirklich abstruse Lügen über mich verbreitet hat und ja, alle meine Debattenanfragen, die ich seitdem an ihn geschickt habe, irgendwie ignoriert hat. So, Dara, solltest du das hier sehen? Wir können gerne mal eine Debatte über die ganzen Lügen führen, die du über mich und Sarah Wagenknecht verbreitet hast. Aber ja, schauen wir uns mal, was er zu meiner Debatte mit diesem anderen lächerlichen Walken-Streamer, Baba Bartunek heißt der, zu sagen hat. Das ist ja hui. Vor allem mit Erkältung und so. Auf jeden Fall, dieser Hetzer, der hetzt gegen alles, was nicht seiner Meinung ist und möchte alles zerstören. Und der andere ist natürlich der gute Agitator der sozialen Marktwirtschaft. Die beiden diskutieren über irgendwas Wichtiges, die Wokeness. Los geht's. Hallo, Agitator der sozialen Marktwirtschaft. Ich freue mich, dass das so schnell zustande kam. Ja, sei gegrüßt. Haben wir eine krasse Verzögerung drin? Nee, wir haben keine krasse Verzögerung drin. Ich dachte nur gerade, du machst eine längere Einleitung. Nee, also ich wollte sagen, ich freue mich, dass wir zusammengekommen sind. Na, das ging ja relativ zügig über Twitter. Hatte ich dich angeschrieben so und dann hast du dich gleich gemeldet. Ja. Haut raus. Leute, geht zum Bund. Macht euch mal nützlich. Ihr nutzlosen Gesellen da draußen. Linkes Pack. Ihr habt Zeit. Ab zur Musterung. Aber es ist ja so, was andere schreiben, ne? Und von dem her kann man sie annehmen. Also das ist ja jetzt das Schreiben, was ich so mit... Das macht der kleine Junge da bei Bartunek im Stream. Da ist ja mal wieder klar, dass die Woken nur ad hominem gehen können. Kannst du bitte auch ein sachliches Argument bringen? Du Hetzer! Ich bekommen habe schreiben, dass Leute, die... Ich muss euch sagen, ich hatte den Stream hier vorher noch nicht gesehen, aber ja, Dara hat jetzt die ersten 3 Minuten dazu gebracht, meine Stimme nachzumachen. Herzlichen Glückwunsch. Die eher pro sind, sage ich mal, na, so dir gegenüber, beziehungsweise deiner Bubble gegenüber. Und das kann man als ein Kompliment nehmen. Ne? Oh, ich muss dich ein bisschen leiser machen, warte. Schreibt der Chat hier. So, ja. Kannst du... Gar nicht, aber ist ja typisch für diese Woken. Aber was eigentlich? Du hattest mich wegen eines Gesprächs angefragt und da auch ziemlich absurde Sachen über mich verbreitet, was mich erstmal sehr skeptisch hat werden lassen. Also warum führen wir dieses Gespräch heute überhaupt? Die Elite versucht eindeutig, das Gespräch zu stören, damit der Agitator nicht seine einwandfreien Argumente in die Welt posaunen kann, war ja mal wieder klar. Na, ich habe diesen Talk mit dem Erwin gesehen und muss ich sagen, das hat mich ein bisschen erschrocken. Die Art und Weise, wie du, man sagt ja jetzt so eines dieser neuen Wörter, Lull defenden, na? Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass du den Martin Sellner am Lull defenden bist, ne? Oder wie man sagt, so whitewashen oder verteidigen. Ja, das ist ein vollkommen absurder Vorwurf, der nichts mit der Realität zu tun hat. Ich weiß auch gar nicht, wie du auf diesen Schwachsinn kommst. Na, ich habe mit Erwin eigentlich ein Gespräch darüber geführt, ob es sinnvoll ist, solche Debatten wie mit Martin Sellner zu führen. Also ich wollte jetzt Erwin da auch gar nicht überreden. Ich meine, es ist ja seine freie Entscheidung, mit wem er Debatten führt und mit wem nicht. Ja. Aber mein Argument war halt, dass wir grundsätzlich uns in die Debatte auch mit Leuten wie Sellner nehmen sollten. Ja. Sellner war dabei nur ein Beispiel. Also du könntest an die Stelle genauso gut Christian Lindner, Alice Weidel, irgendeinen anderen politischen Gegner unseres Lagers setzen, gegen den wir argumentieren. Meine 2 Argumente waren halt erstens, wir haben die besseren Argumente, also sollten wir uns nicht vor einer Debatte scheuen. Und zweitens, Erwin meint ja, Sellner sei sehr gefährlich. Da habe ich gesagt, gerade wenn er eine gefährliche Ideologie hat, ich meine, kann ja sein, mit seinen Positionen habe ich mich jetzt nicht so viel beschäftigt, gerade dann wäre es doch wichtig, die im Diskurs zu widerlegen, damit da nicht zu viele Leute hinterherlaufen. Das waren die 2 Argumente, die ich primär vorgebracht habe. In dem Gespräch war es dann schon so, dass der Erwin einige kritische Punkte angebracht hat, was den Sellner betrifft und dieses rechtsradikale Lager. Und da hatte ich schon so ein bisschen das Gefühl, dass du da am Abwägeln bist und da irgendwie auch zum Teil krass am Relativieren bist und so. Aber die Punkte habe ich mir eh rausgesucht, da können wir dann ein bisschen drüber reden. Na, das können wir brauchen wir nicht drüber reden. Einer schreibt im Chat gerade, ich würde nicht auf den reagieren. Ja, auf Dara zu reagieren, ist immer eine Frage, inwieweit das sinnvoll ist. Aber die Walkisten sind nun mal unser größtes Problem auf Twitch.
Es sind diejenigen, die die Meinungsfreiheit am stärksten einschränken. Es sind diejenigen mit der größten Followerschaft und mit der größten metapolitischen Macht auf dieser Plattform. Und entsprechend kann man sie auch nicht ignorieren. Dafür sind sie leider zu relevant. Wenn ein Dekadent nicht mehr von 3000, sondern nur von 300 Leuten und ein Dara nicht mehr von, keine Ahnung, wie viele Zuschauer hat er gerade, 500 pro Stream, ich habe keine Ahnung, wenn er ähnlich gewachsen sein wird wie die anderen aus der Bubble, dann wird er auch ein ähnlich großer Streamer wie Proletopia oder Imp, glaube ich, gerade sein. Ich weiß es nicht. Ich verfolge seine Zahlen nicht. Ich schaue mir auch seine Streams nur mit euch hier zusammen an. Ich habe das hier vorher auch noch nicht gesehen. Also entsprechend weiß ich nicht, inwieweit er auf Twitch Erfolg hat. Auf YouTube ist das Ganze ja zum Glück nicht so erfolgreich. Aber ja, sie sind zu wichtig, um sie zu ignorieren. Und wenn die Rechten so auf uns reagieren würden, wie Dara das hier gerade macht, also stellt euch mal vor, eine Ketzerkirche oder ein Kaspercast, der würde solche Reaktionen hier hochladen. Würde ich auf die auch reagieren. Nur, das machen die Rechten nicht. Warum nur? Kann ich dir jetzt schon sagen, da brauchen wir nicht drüber reden. Ja. Wie gesagt, ja, da brauchen wir nicht drüber reden, lass das mal lieber. Ich habe mich nur für den freien Diskurs ausgesprochen, Selena war nur ein Beispiel. Es ist mir völlig egal, welche Position er jetzt en detail vertritt. Ich hatte auch im Gespräch mit Erwin gesagt, dass er jetzt nicht der aus der neurechten Bubble war, mit dem ich mich am meisten beschäftigt habe. Ich habe mir da tatsächlich einiges von denen angesehen. Ich habe mir Vorträge über die angesehen, habe mich da mit Erwin auch hinter den Kulissen schon ausgetauscht. Also das ist tatsächlich, wie gesagt, Selena war nur ein Beispiel, ein austauschbarer Name. Ja. Du kannst an die Stelle Dekadent setzen, du kannst da Christian Lindner hinsetzen, du kannst da Aktien mit Kopf hinsetzen, du kannst da hinsetzen, wen du willst. Ja, alle gleich gefährlich. Ich finde es schade, dass wir damals nicht den Agitator als antivoke Speerspitze des Intellektualismus gehabt haben, als es gegen die NSDAP ging. Er hätte die niederdebattiert und die hätten alle ihren... Minuten und ein Nazi-Vergleich. Beziehungsweise 6 Minuten und 50 Sekunden. Das ging schnell. Das ging schnell. Also bei einem 2-Stunden-Video... komplett aus dem Nichts, Nazi-Vergleich. Herzlichen Glückwunsch, Dara. Mehr wollte ich doch gar nicht hören. Also, wenn ihr diese Wokisten anschaut, vor allem bei Dara ist das ganz krass, sie denken sich irgendeine abstruse Lüge über ihren Gegner aus oder mit einem vollkommen irren Nazi-Vergleich. Ja, diese Leute geisteskrank und bösartig. Besser kann man so ein Verhalten nicht zusammenfassen. Fehler eingesehen, wäre nach Hause gegangen. Also, Selena war... Shoyoka wäre niemals geboren worden. Ein austauschbares Beispiel, mehr nicht. Ja, gut, aber ich meine, ich kann es ja vielleicht ansprechen, die Punkte, und dann kannst du ja sagen, kannst du dazu was sagen, wenn du Bock hast. Wie gesagt, du brauchst da keine Punkte, es ist vollkommen egal, was Selena für Positionen hat. Ja. Das habe ich dir gerade erklärt. Worauf laufen deine Argumente denn da hinaus? Oder beziehungsweise bist du der Meinung, dass man mit Leuten wie Selena keine Debatten führen sollte? Doch, doch, das schon. Ich gehe ja nicht gerne an Tommy nehmen, aber. Cool, also ich achte, weil er darauf, inwieweit das Beobachtung, er ist ja sozusagen der Dara-Experte, den wir hier auf Twitch haben, zutreffen. Dara kämmt sich schon wieder im Stream. Fällt mir nur gerade wieder auf, also. Na, so. Die Argumentation würde ich ja verstehen, na, wenn du sagst, so, man soll mit ihm debattieren. Ich halte den jetzt auch nicht so für gefährlich, wie der Erwin das getan hat. So, na. Aber womit ich mir schwer getan habe, waren dann so das alles so ein bisschen zu relativieren, was der so sagt. Ja. Das ist das, was ich nicht ganz verstanden habe. Aber da möchte ich nachher hin. Na. Ich würde mich. Nee, da brauchen wir gar nicht drüber reden, das kann ich dir jetzt schon sagen. Ja. Also das sind Debatten, die führe ich mit Leuten wie dir, die mir offensichtlich Dinge unterstellen wollen, die nicht stimmen. Solche Debatten führe ich mit dir nicht. Aber du also weißt solche ja Debatten führe ich mit Leuten wie Erwin, die mir nicht feindlich gesonnen sind, aber die führe ich nicht mit Leuten wie dir, die mir irgendeinen Schwachsinn unterstellen wollen, die mir beispielsweise unterstellen wollen, ich würde Selena whitewashen oder verteidigen oder null defenden oder sonst irgendeinen Schwachsinn. Ja, aber dann kannst du ja dann, wenn das so ein Schwachsinn ist und ich sag dir die Punkte, dann kannst du das ja entkräften. Na, so. Ja. Bist du nicht so jemand, der Sachen unterstellt? Machst du so? Er ist Erwin. Wir sind die zwei und was passiert hier? Ich merke schon, ne? Ich mache viel zu selten Drama-Content. Alle Leute so, hä, wir machen doch normalerweise seriöse politische Aufklärung. Wer sind die? Was soll das? Also, Daras seriöse politische Aufklärung basiert auf Nazi-Vergleichen und abstrusen Lügen, die er über andere Leute verbreitet. Er bringt kein einzigen Punkt. Jedenfalls hat er das in seinen letzten Reaktionen auf Sarah Wagenknecht nicht getan. Wir haben darauf nämlich reagiert. Und jetzt reagiert Dara halt auf mich und ja, ich glaube, wir springen mal vor. Also sachliches Argument kam ja bisher nach 9 Minuten Video fast nicht, aber dafür immerhin der obligatorische Nazi-Vergleich. Wenigstens etwas. Anderen eine böse Absicht. Da geht es nicht darum, dass es halt die Meinung des anderen, der sieht das anders, sondern nein, du bist halt böse, du hast einen bösen Plan, ich bin der Gute. Umfang zur Schuldenbremse, besonders BFW, blablabla, haben wir uns ja eben angeschaut, ne?
geht gerade um, wie viele Menschen im Bundestag haben promoviert, im Anteil, welche Parteien und so weiter. Hast du nicht zum Beispiel relativiert, wie der Sellner sagte, also wie der Erwin gesagt hat, ein Volk, ein Reich, ein Glaube? Nochmal, also ja, das hat Sellner gesagt. Mhm. Bisschen sass, wenn der Sellner das so sagt. Vortrag kann sich auch jeder anhören. Ja, Erwins Reaktion darauf kann sich auch jeder ansehen. Das ist alles also online. Für mich kam es so rüber, als würdest du das... Dieser andere irre Woki, oder ich glaube nicht, dass der irre ist. Ich glaube, dass der schon berechnet. Also das Geschäftsmodell von diesem Bartonek ist, andere Leute zu verbreiten, diese Leute wüst zu beschimpfen, also wirklich auf niederstem Niveau, dann mit der Reaktion dieser Leute wochenlang Content zu machen und von den Zuschauern der Woken Bubble, also auch von Daras Zuschauern, von Dekadenz Zuschauern, Geld gespendet zu bekommen. Deswegen schleimt er sich bei dieser Bubble auch so ein. Und wenn er Leute zu Talks einlädt, dann versucht er auch niemals sachlich zu argumentieren, sondern er versucht immer moralische Standgerichte abzuhalten. Er versucht nicht zu belegen, wo der andere vielleicht falsch liegt, sondern er versucht den anderen moralisch abzuwerten. Und sich dann eben von dieser Woken Bubble, die eben dieses moralistische Politikverständnis teilt, feiern zu lassen. Das heißt, wenn ich beispielsweise rational über einen Martin Sellner oder einen Björn Höcke rede und dann nicht sage, die sind der Teufel und wir müssen die jetzt verdammen und dürfen gar nicht mehr mit denen reden, die sind ganz, ganz böse, beziehungsweise wenn wir mit ihnen reden, dann müssen wir sie exposen oder widerlegen oder so ein Schwachsinn, sondern sage, okay, laden wir sie ein, hören uns ihre Positionen an und wenn sie was sagen, was wir anders sehen, widersprechen wir einfach. Also diskutieren wir sachlich mit ihnen. Wenn sie bereit sind, sachlich zu diskutieren, okay, ist gut. Wenn sie versuchen, den Diskurs zu zerstören, können wir den Diskurs ja immer noch abbrechen, beziehungsweise sie einfach nicht mehr einladen. Also das gleiche Angebot, was ich an die Walkies auch mache. Redet sachlich mit mir, ich rede sachlich mit euch. Versucht mich moralisch abzuwerten, quid pro quo. Also das Angebot habe ich an alle politischen Lager gemacht. Und die Walkisten sind die einzigen, die es konsequent ablehnen, beziehungsweise, ja, man reicht ihnen die Hand und sie versuchen einem die Hand abzureißen. Also, so sind diese Leute. Relativieren, zum Beispiel, indem du sagst, na, ein Glaube funktioniert in Deutschland sowieso nicht, weil es gibt ja Protestanten und Katholiken. Ja, da hatte ich Sellners Zitat übrigens falsch verstanden an der Stelle. Also da wollte ich im Bartonek's Talk auch nicht sachlich drauf eingehen. Ich hatte ihm erklärt, warum das irrelevant ist. Was macht er? Kommt mit dem gleichen Punkt 10 Minuten wieder. Also ja, sein Trick besteht mehr oder weniger daran, dem anderen nicht zuzuhören oder so zu tun, als ob er dem anderen nicht zuhören würde und die gleichen Punkte alle 10 Minuten wieder anzubringen, da er halt gar nicht auf den anderen reagieren will, sondern den anderen moralisch abwerten will. Er überlegt sich vor dem Talk schon, was er sich raussucht. Also mir wollte er das Aussagen von Sellner und Schattenmacher vorlegen und ich sollte dann rational darauf reagieren, wenn ich rational und sachlich darauf eingehe und nicht diese Leute verdamme und sage, sie seien ganz, ganz böse. Ja, dann verharmlose ich Rechtsextreme. Das war sein Trick. Und das habe ich nicht mit mir machen lassen, dem habe ich einen Strich durch die Rechnung gemacht und die Walkisten, die versuchen mir jetzt anderweitig hier irgendein abstruses Zeug zu unterstellen. Aber um jetzt mal auf Sellners Aussage einzugehen, wir sind hier ja in diesem Stream unter uns, beziehungsweise wir haben ja keinen Walkisten gegenübersetzen, der uns gleich irgendwas unterstellen würde. Ein Volk, ein Glaube, ein Reich, das waren Beispiele für Dinge, für die sich Rechte einsetzen. Also Sellner hat gesagt, wir Rechte sind ja auch Romantiker und dann das, wofür wir uns einsetzen, kann nicht mit der nackten Zahl beschrieben werden oder so ähnlich. Schaut euch den Originalvortrag an, sage ich da auch. Das ist jetzt nicht so relevant, wie der genaue Wortlaut war, aber auf jeden Fall ein Volk, ein Glaube, ein Reich. Das war so ein Dreiklang. Das war ein Volk, ein Glaube oder ein Reich. Da könnte jetzt uns stehen oder da könnte oder stehen. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass da oder stehen müsste, wenn man das ausschreiben würde. Also ich glaube, dass das Beispiele waren, wofür sich Rechte einsetzen können. Also manche Rechte setzen sich für ein Reich ein, manche Rechte für den Glauben, manche Rechte für das Volk. Also heutzutage wahrscheinlich die meisten fürs Volk, also in ihrem eigenen Selbstverständnis. Also das wäre jetzt die Good-Faith-Auslegung, auf die ich an dem Abend bei Erwin nicht gekommen war, da ich ein bisschen überrascht von dieser Aussage war. Wie gesagt, es ist immer... Also ein Volk oder ein Reich oder ein Glauben. Ja, dass das Beispiele waren. Also das wäre jetzt die Good-Faith-Auslegung, dass Sellner hier gar nichts Verfassungsfeindliches gesagt hat, sondern hier einfach nur Beispiele genannt hat, wofür sich Rechte überall einsetzen können. Und ich habe bisher keinen Grund an dieser Good-Faith-Auslegung zu zweifeln. Also wie gesagt,
Wahrscheinlich sollte man Selena mal einladen und darüber mit ihm reden. Ja, ich habe spontan auf dieses Statement reagiert und das versucht irgendwie zu plausibilisieren, was er damit meint. Das Statement für Kaiser, Volk und Vaterland gab es auch schon im Kaiserreich. Also dass da gleich manche im Chat jetzt schon wieder mit dem Dritten Reich ankommen. Also es gab noch andere Episoden in der bestimmte Aussprüche verwendet wurden. Also das ist ja jetzt... Also die deutsche Geschichte ist wesentlich länger als 12 Jahre. Und bei jedem Spruch jetzt so fanatisch danach zu suchen, ob es da irgendeinen Bezug zur NS-Zeit geben kann, halte ich doch für kein gutes Vorgehen. Also das wirkt so, als stünde das Fazit, nämlich dass Selna ein böser Nazi sei, schon vorher feststünde und man nicht ergebnisoffen an die Sache rangehen würde. Könnte. Ja, und für mich kam es halt so rüber, dass es relativieren ist, ne? Weil da geht es ja um was anderes, wenn so ein Typ wie der Selner das so sagt. Ne? Nur mal als Also das ist natürlich ein bisschen verdächtig, ne? Muss man halt dazu sagen. Weil, sag mal so, bei den Woken immer eine böse Unterstellung, die wollen nur Geld machen, die wollen nur Klicks machen und so weiter und dann halt auch... Bartonek will offensichtlich nur Klicks machen. Er beschimpft Leute, lädt sie dann zum Talk ein, versucht ein moralisches Standgericht zu veranstalten, also dieses Einschleimen bei der Brockenbubble. Er macht dann wochenlang Content aus nichts, aus keinem Inhalt. Und diese Inhaltslosigkeit habe ich eben versucht, in diesem Gespräch aufzuzeigen. Deswegen gibt es auch keine großen Inhalte, auf die man hier eingehen könnte. Da Bartonek eben keine Inhalte hat. Und ja, mein Fehler war wahrscheinlich, dass ich zu Good Faith in das Gespräch reingegangen bin, dass ich zu mild zu Bartonek war und ihm die Chance gegeben habe, seine Punkte abspulen zu können. Ich hätte das Gespräch wahrscheinlich nach einer Viertelstunde verlassen sollen, als ich sein Geschäftsmodell aufgezeigt habe. Das hätte wahrscheinlich gereicht. Wenn man alles übertreiben. Also man kann mit Leuten, die den Diskurs zerstören wollen, die uns hassen und aus dem Diskurs ausschließen wollen, die nicht genauso umgehen wie mit Leuten, die zum sachlichen Diskurs bereit sind. Das sollte allen klar sein. Und Kasper, die habe ich so wahrgenommen, dass sie an der sachlichen Debatte interessiert sind. Sie haben uns nicht als rechtsradikal beschimpft. Sie haben nicht gesagt, dass wir Nazis seien. Sie haben nicht gesagt, dass wir Reichsbürger seien. Sie haben nicht versucht, uns in die Nähe von Dritten Reich zu rücken. Ja, alles Dinge, die zumindest nicht darauf hindeuten würden, dass sie den Diskurs mit uns zerstören wollten. Alles Dinge, die Wokisten andauernd machen. Sobald halt jemand fordert, der und der sollte vielleicht keine Plattform auf Twitch oder auf YouTube haben. So, und Schlumm und Kasper haben auch nicht versucht, uns als kommunistisch zu bezeichnen. Also das ist ja was aus dem neoliberalen AfD-Vorfeld sehr häufig kommt. Gar nicht mal so häufig aus dem Schnellroder-Flügel, aber aus diesem liberalen Vorfeldkanälen der AfD, dass Wagenknecht eine Kommunistin sei, dass eigentlich eine DDR 2.0 wolle und dieser ganze Schwachsinn. Also hat ja nichts mit dem Programm des BSW zu tun. Das haben sie seltsamerweise auch nicht gesagt, obwohl einige in ihrem Umfeld sind, wie Clownswelt, die mit solchen abstrusen Vorwürfen gekommen sind. Aber ich glaube, sie wussten, dass es dafür sie auch keinen Blumentopf zu gewinnen gäbe, wenn sie auf diese Art und Weise kommen. Dann wird das dann immer übertrieben. Der soll eigentlich ins Gefängnis gesteckt werden, soll umgebracht werden oder so Geschichten. Ne? Also bei einem Selner, da wird es relativiert, da geht es in die andere Richtung. Oh, der redet von Remigration. Ja, der meint damit, dass er die Deutschen wieder aus dem Ausland nach Deutschland holen möchte. Ist doch ganz einfach. Ne? Also, wenn ich sachlich über eine Aussage rede und dem anderen nichts unterstelle, was er nicht gesagt hat, dann impliziert das keine Moral dieser Aussage. Wenn du mir ein moralistisches Politikverständnis unterstellst, dann projizierst du. Also alles, was diese Leute über andere sagen, ist Projektion. Also auch das können wir uns vom guten Proletopia merken. Also wenn diese Leute in jede Aussage des anderen versuchen, eine moralische Wertung reinzuinterpretieren, die dort nicht vorhanden ist, dann projizieren sie ihr eigenes Politikverständnis, was ohne Moral gar nicht auskommt, auf andere. Und das ist ein Problem und so ist kein sachlicher Diskurs möglich. Wenn man dem anderen einfach nur unterstellen würde, er würde auf Seiten der Bösen stehen, auf Seiten des Feindes. Also eigentlich kann man jedes Wort, was die Wokisten verwenden, rechtsradikal, antisemitisch, transfeindlich, Reichsbürger, was verwenden sie noch? Fascho, Nazi, rechtsextrem. Also all diese Worte kann man mit einem einzigen Wort übersetzen. Feind. All diese Worte, wie gesagt,
könnten, also ein Dara, der würde, müsste eigentlich die ganze Zeit, wenn er auf mich oder Wagenknecht reagiert, die ganze Zeit Feind, Feind, Feind sagen. Und da das ein bisschen eintönig ist und man damit die Zuschauer nicht so gut emotionalisieren kann, nimmt er irgendwelche moralisch aufgeladenen Beschimpfungen bzw. Verleumdungen, die natürlich nichts mit der Realität zu tun haben, die für die Zuschauer aber genau das Gleiche bedeuten, nämlich, da ist ein Feind, der muss bekämpft werden, der ist böse. Es bedeutet nichts anderes. Wenn ihr diesen Leuten zuhört, dann denkt ja nicht, dass das Wort Rechtsradikaler irgendeine Bedeutung hätte. Das ist ein austauschbares Wort, was einfach nur Feind bedeutet. Also rechtsradikal, antisemitisch bedeutet aus den Mündern dieser Leute einfach nur Feind des Walkenlagers. Punkt. Wenn ihr sagt, ja, ich finde die Critical Race Theory nicht so gut, okay, dann seid ihr Feinde, also ihr seid rechtsradikal. Also diese Beschimpfung, die wird ohne Grund kommen. Diese Leute haben keine Begründung, warum sie solche Worte verwenden. Sie wollen nur diffamieren. Das müsst ihr euch bei diesen Leuten immer klar machen. Ein Volk, ein Reich, ein Glaube. Ja, der meint, dass die Menschen mal wieder ein bisschen religiöser werden sollen. Ist doch ganz easy. So, Verständnisfrage. Du meinst jetzt moralisches Relativieren, oder? Moralisches? Sodass ich das sagen, moralisch versuche, Ideologie ein vernünftiges Licht zu rücken. Oder was meinst du mit relativieren? Sagen, seine Ideologie relativieren. Nee, ich versuche zu erklären, was... Ja, der Talking Point mit dem Moral-Ding ist halt auch Quatsch, ne? Weil jeder hat eine Moral. Also das ist halt buchstäblich alles, worum es in der Politik geht. Nach welcher Moral gestalten wir die Gesetzgebung? Also er hat auch eine Moral. Alles, was er sagt, ist moralisch. Also unmoralistisch. Das heißt, das ist halt scheißegal. Also du kannst dich nicht hinstellen und sagen, ich habe keine Moral, ihr habt eine Moral. Und wenn ihr eine Moral habt, seid ihr schlecht. Also was ist schlecht daran, Moral zu haben? Also seit wann machen wir denn sowas? Also eigentlich ist... Ein Problem ist, wenn man aus seiner eigenen moralischen Wahrheit ein politisches Argument macht. Wenn man sagt, der steht auf der Seite, deswegen darf man nicht mehr rational über ihn reden. Also beispielsweise Wladimir Putin ist böse, deswegen darf man jetzt nicht mehr mit ihm verhandeln, deswegen darf man nicht mehr rational über die russischen Interessen reden, denn Putin, das ist ja ein irrer Nationalist und der wird ganz viele Länder überfallen, deswegen darf man gar nicht so tun, als wäre er ein rationaler Akteur. Genau das ist diese Moralisierung. Dass man einen anderen eben als böse klassifiziert und dann jeden rationalen Diskurs über ihn ablockt. Wladimir Putin ist hier wirklich das perfekte Beispiel. Aber genau das Gleiche könnt ihr beim Iran beobachten, genau das Gleiche könnt ihr bei China beobachten, genau das Gleiche könnt ihr bei innenpolitischen Feinden der Wokisten beobachten, das könnt ihr bei Martin Sellner beobachten, das könnt ihr bei Giannis Varoufakis beobachten, das könnt ihr, obwohl der ist ja, wird ja mehr vom Mainstream angefeindet, gar nicht mal so sehr von der Woken-Fraktion, das könnt ihr, wer hat denn, also sind ja die zwei Fälle, die letztens Einreiseverbot bekommen haben. Das könnt ihr bei Sarah Wagenknecht beobachten, das könnt ihr bei Björn Höcke beobachten, das könnt ihr bei vermeintlichen Schwurblern, also das war ja auch so eine neue Diffamierung, beobachten, also bei Leuten wie Kayvan Sufi-Siyawash, die einfach nur Frieden fordern und deswegen von den Wokisten als Verschwörungstheoretiker, Verschwörungsideologen, Friedensschwurbler oder sonst irgendwas diffamiert werden. Also bei solchen Leuten könnt ihr das beobachten. Und jetzt fährt Dara natürlich die gleiche Nummern bei bei Gegnern auf Twitch. Und diese moralische, und jetzt zwei Arten auf diese moralische Diffamierung zu reagieren. Und ich versuche, ja, mich an beiden Strategien und mal schauen, welche effizienter ist. Zum einen quid pro quo auch moralisieren. Also wenn ihr mich als Feind markiert, ja gut, quid pro quo. Wenn, und zum anderen erklären, warum dieses moralistische Politikverständnis an sich falsch ist. Warum dieses moralistische Politikverständnis an sich in den Bürgerkrieg führt. Also wenn der andere böse ist und man mit dem nicht mal mehr sachlich diskutieren darf, was soll man dann machen? Dara hat uns die Antwort gegeben. Man soll dafür sorgen, dass er in Angst und Schrecken lebt. Man soll staatliche Repression gegen ihn einsetzen. Also das sind ja die Sachen, die Dara hier offen vorschlägt. Dass jemand amoralisch ist oder unmoralisch ist, das ist ja eigentlich das, wo wir sagen, das ist ziemlich schlecht. Was er damit meint, war vielleicht ein bisschen unbeholfener Versuch, so auf eine Aussage, die ich bis eben gerade nicht kannte, darauf spontan zu reagieren. Aber nur weil man etwas erklärt, heißt man es doch noch nicht für gut oder will damit irgendwas anderes moralisch in ein richtiges Licht rücken, so wie du dann unterstellst. Erklären heißt nicht rechtfertigen. Ich hab das nicht mal moralisch gewertet. Was fährst du für einen Film wegen Moral? Doch, relativieren heißt, ich würde Sellners Aussagen moralisch für gut befinden oder moralisch in Relation zu etwas anderem setzen und dann moralisch abschwächen. Natürlich war das ein moralischer Vorwurf. Das war kein inhaltliches Argument. Wenn du sagst relativieren, dann ist das kein inhaltliches Argument.
Also das Gleiche ist, wenn du jemandem Einseitigkeit vorwirfst. Ja, ist Einseitigkeit denn etwas Schlechtes? Vielleicht hat die eine Seite ja einfach recht. Beispielsweise, also das ist auch so ein Vorwurf, der häufig kommt. Und ich will jetzt auch gar nicht hier davor warnen, eine moralische Sprache zu haben. Moral, die ist natürlich überall in unserer Rhetorik drin. Und als Taktik gegen die Wokisten kann die ganz nützlich sein. Ich meine, es wurde ja vor kurzem der Frame geisteskrank und bösartig geprägt. Und erstmal ist das natürlich eine zutreffende Beschreibung, auf was alle Wokies, die ich bisher gesehen habe. Zum anderen könnte das eine ganz interessante Strategie sein, ihnen es mit gleicher Münze zurückzuzahlen. Und die Wokisten wirklich als böse zu markieren, weil das ihre Payout-Matrix verschlechtert. Wenn die Wokisten einen nämlich angreifen und einen als Feind markieren wollen und man selber ja sie dann ebenfalls als moralisch böse konnotierter Feind markiert, dann haben sie auch was zu verlieren. Also wenn man selbst nur in der Verteidigung ist und die andere die ganze Zeit im Angriffsmodus, dann hat man zwei Möglichkeiten. Entweder man verteidigt sich dagegen sachlich, man erklärt ihnen, warum sie falsch liegen, dann ist man Rechtsradikaler. Dann ist man verloren und genau das habe ich gemacht. Ich habe gesagt, also beziehungsweise bei Bartonek habe ich es gar nicht mehr gemacht, bei Neiter bin ich ja noch auf diese abstrusen Vorwürfe eingegangen, aber bei Bartonek, da habe ich gesagt, du hast nicht das Recht, mir solche Vorwürfe zu stellen. Ja, natürlich helfe ich jetzt den Rechten und so, ganz wirklich abstrusen Schwachsinn. Aber die andere Option ist, du knickst ein und sagst, ja, ihr habt recht, ich werde mich in Zukunft so nicht mehr ausdrücken, ich werde nicht mehr mit diesen Leuten reden. Und der Zähner, der ist ganz, 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 ganz böse, das gelobe ich hier nochmal. Ich werde nie wieder versuchen, irgendeine Aussage von ihm sachlich einzuordnen. Solche Leute, die sind des Teufels, über die darf man nicht sachlich sprechen. Also diese zwei Optionen habt ihr, euch unterwerfen oder als Feind behandelt zu werden. Und ich bin halt nicht bereit, mich dieser totalitären Ideologie zu unterwerfen. Deswegen sehen sie mich als Feind. Und wie gesagt, wenn man wenn man den Wokisten jetzt eben keine guten Absichten unterstellt, wie das immer leider getan wird, also ich unterstelle ja anderen ungern Absichten nicht. Wie gesagt, habe ich ja schon bei Wladimir Putin als Beispiel gesagt, das gilt auch für alle anderen politischen Akteure, ich würde jetzt niemandem böse Absichten direkt unterstellen. Also ich würde andere politische Gegner erstmal als rationale Akteure begreifen. Das ist natürlich eine vereinfachte Angabe, die so perfekt natürlich nie zutrifft. Aber im Diskurs, wenn es darum geht, gegen andere zu agitieren, dann ja, sollte man schon versuchen, die richtige Ansprache zu finden. Und wenn der andere einen die ganze Zeit angreift oder einen moralisch abwertet, mit Dreck wirft und man selber die ganze Zeit nur sachlich antwortet, hat der andere eigentlich nichts zu verlieren. Diese Leute haben ein komplett taktisches Verhältnis zur Wahrheit. Ihren Fans ist auch komplett egal, wer sachlich im Recht ist. Ihnen geht es darum, moralisch im Recht zu sein. Und wenn man jetzt sagt, ihr seid, wenn ihr solche Methoden anwendet, wie ein Dara, wie ein Bartonek, wenn ihr so eine Ideologie habt, wie ein Dara, wie ein Bartonek, dann seid ihr Antidemokraten, dann seid ihr Freiheitsfeinde, dann seid ihr totalitär oder halt ganz plump bösartig. Gut, dann verschlechtert man ihre Payout-Matrix, dann haben sie auch was zu verlieren. Dann stehen sie plötzlich auf der falschen Seite und das wollen sie nicht. Auf der moralisch falschen Seite stehen, das ist das Privileg, was sie eigentlich hatten. Also damit greift man wirklich ihre Ideologie im Kern an. Wenn man zeigt, warum sie sachlich falsch liegen, dann kann man, ja, rational denkende Leute überzeugen. Aber die Leute, die ihnen folgen, die wollen moralisch auf der richtigen Seite stehen, denen wird von diesen Streamern ein Gefühl verkauft. Denen wird nicht, die setzen nicht auf rationale Argumentation, die setzen nicht auf Überzeugen, die setzen es aufs Bekenntnis zur moralisch richtigen Sache. Und das kann man nur bekämpfen, wenn man in diese, ja, moralische Hochwertigkeit abspricht. Wenn man nicht sagt, das ist irrelevant, denn sie sehen es ja anders, sie sehen das ja als sehr relevant an, sondern nein, ihr steht moralisch auf der falschen Seite. Wie gesagt, das ist eine Strategie. Ich sage jetzt nicht, dass man die befolgen soll, da müssen wir vielleicht auch lagerintern noch mal ein bisschen drüber debattieren, wie sinnvoll das ist, aber Erwin wendet das ja schon seit längerem an. Also er bezeichnet die Wokisten ja immer als Lügner, als und er zeigt auf, wo sie überall falsch liegen. Also Erwin geht ja schon sehr, sehr polemisch gegen die Wokisten vor und das halte ich für eine sehr sinnvolle Art und Weise. Man sollte gar nicht versuchen, sachlich darauf einzugehen, man sollte gar nicht versuchen einzuknicken, sondern man sollte aufzeigen, dass diese Übermoral, dass die komplett verlogen ist. Dass die Wokisten nicht auf der guten, sondern auf der bösen Seite stehen, wenn man so plump sagen will. Denn damit trifft man ihre Ideologie im Kern. Ja, Wagenknecht macht das ja auch so. Also habt ihr,
Ich zeig's euch mal. Wagenknecht macht das tatsächlich auch so. Wagenknecht sagt nicht, die Grünen setzen sich ja eigentlich für das Gute ein. Ich hoffe, ich finde den Schrott hier gleich. Die Grünen sind die gefährlichste Partei im Bundestag. Gefährlich? Gefährlich für wen? Das ist jetzt die Frage. Also das kann moralisch gemeint sein, der Vorwurf, kann aber auch nicht. Schade. Ich dachte, ich finde die Aussage hier direkt. Sie haben die Grünen ja sogar als gefährlich bezeichnet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also ich finde, dass sie gemessen an dem, was sie an realen Schaden anrichten, aktuell die gefährlichste Partei sind, die wir im Bundestag haben. Also da gab es ja einen großen Aufschrei, die AfD sei ja viel gefährlicher. Ich finde die AfD also eine wirklich zutiefst unschöne und unerfreuliche Partei. Und die hat Nazis in ihren Reihen, die hat Rechtsextremisten, das finde ich alles abscheulich. Aber die AfD kann überhaupt nicht mehr als reden. Aber die Grünen richten richtigen Schaden an. Sie ruinieren den Wohlstand von Millionen Menschen, sie stürzen sie in die Armut. Sie zerstören, wenn man sie weitermachen lässt, Kernbereiche unserer Industrie, die dann einfach weg sind. Der Industriestandort Deutschland ist in Gefahr und das ist für mich hochgefährlich. Sie haben die Grünen ja sogar als gefährlich bezeichnet. Beziehungsweise in dem Video hier führt sie das noch länger aus. Cool und öko, wie die Grünen Wirtschaft und Natur zerstören. Hier zeigt sie auch gelogen dieses moralistische Selbstverständnis der Grünen ist. Also das sind wirklich sehr, sehr gute Videos von Sarah Wagenknecht. Dafür wurde sie von Dara auch hart gescholten und in die Verschwörungstheoretiker-Ecke gesetzt. Aber Wagenknecht macht das auch zum Teil. Wie gesagt, sie macht das nicht so plump und bezeichnet die Grünen einfach als böse. Das ist schon, also jetzt, das können wir hier in unserer kleinen Twitch-Bubble machen, aber das kann eine Politikerin nicht machen. Die muss natürlich eine gemäßigtere Rhetorik finden, mit der sie mehr Wähler erreicht. Und ja, so eine Scharfrhetorik kann man vielleicht bei Leuten wie Dara führen, aber die kann man nicht gegen eine ganze Partei führen. Also, und bei Dara, da glaube ich auch, dass es zutrifft. Wie gesagt, das ist ja auch keine falsche Beobachtung, geisteskrank und bösartig. Ich habe bisher noch keinen einzigen Wokisten gefunden, der nicht geisteskrank und oder bösartig war. Keinen einzigen. Alle Wokisten, mit denen ich bisher zu tun hatte, waren extremst verlogen, haben die bösartigsten Dinge über andere Leute behauptet und hatten wirklich null Schuldbewusstsein, was das betrifft. Also diese Leute haben immer die Moral hochgehalten, hatten aber an sich selbst gar keine moralischen Standards. Also ich habe bisher noch keinen einzigen getroffen. Keinen einzigen, dem ich auch nur einen Pfennig leihen würde. Also diese Leute, die, wie gesagt, das ist eine Beobachtung, die man immer und immer wieder macht. Die trifft einfach zu. Wie gesagt, das ist nicht die Art, wie ich normalerweise an politische Debatten rangehe. Zu Leuten, die zum freien Diskurs bereit sind, die sich, die frei und offen mit uns reden, die Argumente austauschen, mit denen würde ich so nie umgehen. Aber mit Leuten, die uns in die Nähe von Nazis rücken wollen, die solche wirklich bösartigen Dinge über uns behaupten. Man kann das nicht häufig genug sagen. Die wirklich die schlimmsten Lügen über uns verbreiten. Ja, solche Leute sollten ihre eigene Medizin zu schmecken bekommen. Und wie gesagt, selbst wenn viele Twitch-Streamer das nicht zugeben, sie moralisieren auch de facto die ganze Zeit. Also auch gegen die Wokisten. Also, wenn man beispielsweise einen Seth Van Doom dafür kritisiert, dass er so auf Lucy losgegangen ist, dass das frauenfeindlich sei, dass so ein Verhalten ja überhaupt nicht gehe, all das, dann ist das erstmal eine moralische Argumentation. Dann ist das erstmal eine moralische Argumentation. Und das, wie gesagt, das ist ja auch nicht falsch. Also ich will ja eine Moral nicht grundsätzlich ausschließen. Aber du solltest halt nicht von deinem eigenen moralischen Axiom als absolut setzen und sie anderen versuchen aufzuzwingen. Aber wie gesagt, diese Moralisierung, die ist bis zu einem gewissen Grad
in Ordnung, aber wenn du versuchst, anderen deine moralische Wahrheit aufzuzwingen, wenn du die Welt in gute und böse Gruppen teilst, dann gehst du zu weit. Wenn du jetzt bei einem Seth Van Doom beispielsweise sagst, dieses Verhalten gegenüber Lucy, das lehne ich aus moralischen Gründen ab, okay, wenn du jetzt sagst, Seth Van Doom ist grundsätzlich eine moralisch verachtenswerte Person und ihm sollte beispielsweise der Kanal gesperrt werden, dann bewegst du dich schon in einen gefährlichen Bereich. Also dann sagst du, okay, der ist böse, also sollte er keine Meinungsfreiheit mehr haben. Wo fangen wir da an? Okay, jetzt sagt ein Bartonek, ein Schattenmacher sei böse und sollte keine Meinungsfreiheit mehr haben. Was machen wir dann? Sollen wir dann sagen, ja, Bartoneken, Daran, Dekadenten, Shoyoka, die sind auch böse. Was machen wir da mit denen? Also wie gesagt, wenn man so anfängt, dann aus dieser moralischen Bewertung versucht, ein Argument in die Richtung zu machen, der sollte beispielsweise aus dem Diskurs ausgeschlossen werden, wie das diese Leute mit einem Sellner beispielsweise machen, dann geraten wir in sehr, sehr gefährliches Fahrwasser. Also dann wird es sehr schnell totalitär und antidemokratisch. Und wenn man das diesen Leuten dann erzählt, was, diese Leute sind doch böse, ich habe doch nur gesagt, der Schattenmacher soll keinen Kanal mehr haben. Und wenn man sie dann nach Standards fragt, ja, ich will, dass von Fall zu Fall Leute gesperrt werden, die ich nicht mag. Also was ist denn daran totalitär und antidemokratisch, dass ich einfach jeden sperren will, den ich nicht mag? Also das ist ja völlig ungehöriger Vorwurf hier. Also wie soll man mit solchen Leuten sachlich reden? Wie gesagt, das hier sind ideologisch gefestigte Antidemokraten. Doch das ist natürlich eine wahre Aussage, aber da die Demokratie einen hohen moralischen Stellenwert hat, da die meisten Menschen in diesem Land nun mal Anhänger von der Demokratie sind, ist es natürlich auch gewissermaßen moralischer Vorwurf, wenn man sie jetzt Antidemokraten bezeichnet. Jetzt unabhängig davon, ob es zutrifft oder nicht. Das sollte euch auch klar sein. Also würdest du sagen, der Erwin argumentiert moralisch, wenn ihn das erschreckt, dass ein Sellner so einen Vortrag macht und sagt, was wir wollen, ist ein Volk, ein Reich, ein Glaube? Was hat das mit moralisch zu tun? Keine Ahnung, ich finde es nicht mehr. Ich habe letztens noch so eine tolle Grafik gesehen, die habe ich auf dem Handy gesehen, das habe ich abgespeichert. Dachte, ich hätte es noch irgendwo in Discord gepackt oder so, mache ich meistens mit irgendwelchen Sachen, die ich sehe. Schade, wer nochmal auf die Suche gehen möchte, ich habe es, glaube ich, auf Threads gesehen. Bin mir ziemlich sicher, dass ich auf Threads das Ganze gesehen habe. Da wurde halt aufgelistet, wie viele Parteien, wo Schulabbrecher sind, wie viele Leute promoviert haben und so weiter und so fort, wurde alles aufgelistet. Und tatsächlich waren, glaube ich, die Grünen sogar aktuell sind die Partei mit den meisten Leuten, die einen Studienabschluss haben. Ja, die Akademiker sind. Sozusagen. Der hält dagegen. Aber es ist die ganze Zeit so, hey, lass mal ein nettes Gespräch führen. Ach, jüdische Einflussnahme auf die Medien, sehe ich anders. Aber ist okay, wenn du diese Meinung hast. Ich glaube ja eher, dass es die Kapitalisten sind. So läuft dann das Gespräch. Natürlich sollte auch der Meinungsfreiheit haben, wie alle Leute meiner Meinung nach erstmal im Diskurs teilhaben sollten. Du forderst die Zensur von YouTube-Kanälen, die unter dem aktuellen Zensurregime, was schon scharf genug ist, und völlig gemäßigte Kanäle wie Antispiegel TV, also wieder, wo Dominik Reichert Moderator war, wo die schon gesperrt werden, fordert ein noch restriktiveres Zensurregime. Und das geht schon ins Extremistische für mich. Also das ist ganz gefährlich. Ein Typ, der sich der sagt, dass Massenmord eine Option sein sollte. Fang damit ja nicht an. Wie gesagt, das sind Sachen, mit dir. Also, ich argumentiere dagegen, dass YouTube-Kanäle gesperrt werden, die Bartonek nicht mag. Also, ich sage, wie in der Demokratie, da sollten wir doch nicht Leuten ihre Meinungsfreiheit wegnehmen. Und Bartonek, der ist aber böse, der sollte seine Meinungsfreiheit verlieren. Das sagt er hier gerade. Und der ist aus den und den Gründen böse. Ja, interessiert mich nicht, ob du den als böse betrachtest. Nenn mir allgemeine Prinzipien, nach denen Leute gesperrt werden sollten. Und Stefan Bartonek findet Leute böse, ist kein Kriterium, nach dem Leute gesperrt werden sollten. Also, das versteht Bartonek auch. Aber er bringt es einem trotzdem, weil er nichts außer seiner persönlichen Moral hat. Über die rede ich mit dir inhaltlich nicht. Müssen wir jetzt erzählen, dass das ein moralisch ganz verwerflicher Typ sei? Denn nenn mal allgemeine Maßstäbe. Nach welchen Maßstäben würdest du es so, für... Wenn du das ist schon irgendwie geschummelt, ne? Der will Massenmord. Finde ich aber jetzt irgendwie doof. Nein, will der Schattenmacher nicht. Er hat einfach einen Gedankengang von Adorno weitergedacht an der Stelle und Bartonek hat ihm irgendwas unterstellt, was er nie gesagt hat. Wie es immer bei Bartonek ist. Also Bartonek... Ich glaube, ich wollte gerade sagen, der versteht die Texte nicht, die er sich da durchliest, beziehungsweise er versteht die Videos anderer Leute nicht, aber ich glaube doch, dass er sie versteht. Ich glaube, Bartonek weiß genau, dass der Schattenmacher das so nie gesagt hat, aber wenn man den Schattenmacher diffamieren will, weil man ihn halt als böse eingestuft hat, dann kann man es ihm trotzdem vorwerfen. Denn gegenüber dem Bösen, da darf man das. Man selber ist ja der Gute. Versteht ihr jetzt, was ich für ein Problem mit dieser Moralisierung habe?
das Argument. Möchte ich gerade jetzt gar nicht ausdiskutieren. Wäre cool, wenn du das lassen würdest, weil das stehe ich halt irgendwie so da, als würde ich jemanden unterstützen und auf der Plattform haben wollen, der Massenmord will. Das ist sehr ungünstig. Können wir das bitte lassen? Warum redest du dann mit mir? Lass mich doch mal ausreden. Wenn ich der Schattenmacher wäre, würde ich dagegen übrigens juristisch vorgehen wahrscheinlich. Also ich weiß jetzt nicht, wie gut seine finanzielle Lage ist, aber gegen so, also das ist ja Verleumdung. Da müsste man ja, wenn die Gerichte in Deutschland noch halbwegs funktionieren, eigentlich Erfolg gegen haben. Nach welchen Maßstäben würdest du es für gerechtfertigt halten, wenn Kanäle gesperrt werden? Und jetzt kein Beispiel, sondern wirklich universal anwendbare Grundsätze. Also ich würde mal sagen, wenn du, also ich würde das abwägen von Person zu Person. Ne? Man müsste sich das anschauen, was da... Er möchte Massenmord nicht moralisch bewerten. Kann ja auch richtig sein. Kann ja auch richtig sein. Ist halt, ne? Also die Wokisten interpretieren etwas in ein Zitat des Schattenmachers rein, was man da so nicht reininterpretieren kann, wenn man ja nicht geisteskrank und bösartig ist. Man kann es nicht sagen. Und das machen sie da, anderen machen sie jetzt zum Vorwurf, wenn sie sagen, okay, ich will über deine Fehlinterpretation gar nicht reden. Also ich bin nicht mal inhaltlich darauf eingegangen und trotzdem versucht mir jetzt Dara irgendeine Haltung zu diesem Zitat zu unterstellen, was Bartonek aus dem Kontext gerissen hat und worauf ich nicht mal eingegangen bin. Wie sollt ihr so ein Verhalten nennen? Na, schreibt es ruhig alle in den Chat, geisteskrank und bösartig. Also das ist wirklich das Adjektiv, was diese Leute, beziehungsweise die zwei Adjektive, die diese Leute am besten beschreiben. Ich sehe gerade, dass der gute Proletopia live ist. Den werden wir gleich, glaube ich, raiden, wenn der immer noch online ist. Der scheint ja gar keinen langen Urlaub gehabt zu haben. Ich dachte, der wäre im Urlaub. Eine Ansichtssache. Für den Inhalt kommt so, ja, da braucht es halt genug Ressourcen und dann schaut man sich das an, bewertet das und dann entscheidet man, ob das geht oder nicht. Ne? Ich würde da nicht zu einem Einheitsalgorithmus. Warum hat er dem Talk zugestimmt, wenn er nichts ausdiskutieren will? Ja, es ist halt genau das. Ne? Es ist halt, du gehst halt da rein, dann kommt halt jemand und präsentiert. Ja, ich habe diesem Talk zugestimmt, um Bartoneks komplette Inhaltslosigkeit aufzuzeigen. Dass er außer seinem persönlichen Gefühl, außer seiner persönlichen Moral keine Argumente. Wie gesagt, ich hätte den Talk nach 15 Minuten verlassen sollen, weil ich da sein Geschäftsmodell und seine komplette Inhaltslosigkeit auch gezeigt hatte. Ich habe dann den Fehler gemacht, ihm die Chance gegeben, seine Nummer trotzdem noch abzuspulen. Das hätte ich nicht machen dürfen. Ich bin zu gut faith ins Gespräch gegangen. Ich war zu freundlich zu Bartonek, das kann ich im Nachhinein sagen. Du kannst mit Leuten, die dich aus dem Diskurs ausschließen wollen, die dich abgrundtief hassen, die den freien Diskurs zerstören wollen, die wirklich komplett antidemokratisch sind und dich als Feind sehen, mit solchen Leuten kannst du nicht genauso umgehen wie mit Leuten, die zu einem freien Diskurs bereit sind. Also ein Schlomo, mit dem kannst du sachlich reden. Ein Bartonek, mit dem nicht. Mit Dara hart an der Grenze. Also letztes Mal hat er ja freundlich mit mir gesprochen. Und wie gesagt, Dara, solltest du das hier sehen, wir können gerne wieder einen Talk machen. Dann über die ganzen Lügen, die du über mich und Wagenknecht verbreitet hast. Dann reden wir ruhig mal über die Sachen, die der jeweils andere im Stream gesagt hat. Das können wir gerne machen. Also Dara ist nicht so gut wie, oder was heißt nicht so gut? Das ist ja eigentlich keine Qualität. Das ist ja eigentlich die Fähigkeit zur Diskurszerstörung. Also Dara ist nicht so gut darin, den Diskurs zu zerstören wie Bartonek und Naitan. Also wenn man Naitan auf irgendwas anspricht, wenn man ihn fragt, hey, wie findest du denn, dass Kuchen-TV gebannt wurde? Dazu sage ich nichts. Oder Bartonek, du bist dafür, dass Kanäle gesperrt werden. Nach welchen allgemeinen Prinzipien würdest du es machen? Keine Ahnung. Wer sollte das machen? Keine Ahnung. Vielleicht der Staat? Keine Ahnung, mir egal. Ich würde das von Fall zu Fall entscheiden. Also willst du, dass du der Diktator bist und jeden wegzensierst, den du nicht magst? Also das ist die einzig logische Schlussfolgerung, die man daraus ziehen kann. Also wie gesagt, Dara, wir können gerne noch mal reden. Und dann reden, wie gesagt, wir können auch über meine und deine Aussagen reden. Du bist ehrlicher als Bartonek oder Naitan. Und du bist nicht so gut darin, den Diskurs zu zerstören, auch wenn du es versuchst. Du setzt mehr auf Lügen und Diffamierungen und weniger auf, ja, diese komplette Strategie der Diskursverweigerung. Du versuchst, den Diskurs noch irgendwie zu gewinnen, indem du den Gegner in die Nähe von Nazis rückst oder ja, dir Sachen über ihn ausdenkst. Aber das lässt sich eben tatsächlich leichter widerlegen als diese Haltung, keine Ahnung, mir egal, wenn man zu, ja, den Hintergründen seiner eigenen Ideologie befragt wird. Dir nun mal Dinge, die du eventuell, weil das ist ja, ich sag mal, mit generell auch den Anti-Woken, wie auch immer man jetzt das Lager bezeichnen möchte, das sind natürlich Ansichten, die gehen gegen die Menschenwürde und gegen Gleichberechtigung.
ganz simpel. Und natürlich ist das halt auch demokratieversetzend. Ne? Auch diese Art und Weise, wie man dann eben politische Inhalte verbreitet, nämlich, ich sag mal, Julian Reichelt-mäßig. Das heißt, man versucht vor allem eben den Gegner platt zu machen durch Mobbing, durch Hetze verbreiten, durch eben. So, Dara hat in diesem Video einen Nazi-Vergleich gebracht. Er hat sich, okay, über meine Stimme lustig gemacht, das ist mir jetzt relativ egal. Und er hat wirklich sich den abstrusesten Unsinn über mich ausgedacht. Also mir unterstellt, ich würde irgendwelche Rechtsradikalen hier verteidigen wollen. Also wirklich abstruseste Scheiße, die er sich ausgedacht hat. Und er wirft uns jetzt vor, wir würden die Demokratie zersetzen und Mobbing betreiben wollen. Wenn diese Leute über andere reden, reden sie über sich selbst. Also, das hat der gute Proletopia schon festgestellt und es bewahrheitet sich immer wieder. Also, ich hatte mir die Reaktion vorher nicht angesehen. Ich bin an den Stellen, wo es uninteressant wurde, auch weitergesprungen. Aber alle Erkenntnisse, die wir über die Wokies hatten, bestätigen sich hier ein weiteres Mal. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.